findet jedoch nicht nur im Parlament statt, sondern an allen Orten, wo persönliche oder soziale Angelegenheiten über Menschen hinweg entschieden werden. Die politische Alternative erscheint in diesem demokratischen Verhältnis als eine vermeintliche freie Wahl. Hier befindet sich die Funktion von linker Politik für die Macht, Widerstände und soziale Konflikte durch politische Forderungen zu befrieden und die zu vereinnahmen. Ja, Mikro ist gut. Möchtest du das Mikro haben? Vielen Dank. Die heutige Podiumsdiskussion ist ein Beispiel, wie versucht wird, den Kampf gegen den Google Campus sowie die damit auftretenden Probleme und Konflikte auf einfache politische Forderungen und Lösungen herunterzubrechen. Die alternative Vorstellung von Smart City von Katalin Gentburg, Die Linke Berlin, vernebelt die Verbindung zwischen vernetzter und intelligenter Stadt mit Kontrolle und Herrschaft. Smarte Städte und Gegenstände benötigen überall Sensoren, die Kontrolle benötigen. Der Vorschlag mancher vom No-Google-Bündnis, Google nach Adlershof zu verlegen, hatte ein völlig naives Verständnis, wer Google ist und in welchem Ausmaß dieses Unternehmen Forschung betreibt. Die heutige Verdrängung ist verzahnt mit der Digitalisierung der Stadt. Die Gentrifizierung resultiert aus den Eigentumsverhältnissen. Erst wenn beispielsweise die Häuser denen gehören, die sie gerade benutzen, Kapitalismus und Eigentum abgeschafft sind, kann es aufhören, dass manche viel haben und andere fast nichts. Der Vorschlag der Selbstorganisierung, der sich innerhalb des Kampfes gegen den Google Campus entwickelte, richtet sich zugleich gegen politische Forderungen, Programm und einen Dialog mit Vertretern der Politik zu führen. Er richtet sich gegen die Befriedung durch die linken Diener der Herrscher. Die Fremdbestimmung durch die Politik steht einem Experimentieren von einem selbstorganisierten Kampf entgegen. Eigene Initiative und Selbstorganisierung statt Vertretung und Podium. Wir bleiben weiterhin unkontrollierbar für Google und jegliche Politik. Richtig so. Maria? Okay, da kann ich jetzt gar nicht viel dagegen sagen. Ja, herzlich willkommen. Paar Infos vorneweg. Manche haben es ja schon mitgekriegt. Es ist ein gemischtsprachliches Podium. Und Aaron wird Englisch reden, wir werden Deutsch reden. Das heißt, wer gerne eine Übersetzung haben will, die gibt's da hinten. There's translation in English available. We will be talking mostly in German. So if you don't understand German very well, you can get a translator back there. Kanal 3 ist Englisch, Kanal Deutsch, Kanal 4 ist Deutsch. Channel 3 ist Englisch, Channel 4 ist German. Genau. So, zum Ablauf kurz. Wir werden uns jetzt hier oben ein bisschen unterhalten und ich weiß, dass einige andere auch noch sich beteiligen wollen und Fragen haben und Sachen zu sagen haben. Wir öffnen am Ende ins Publikum und dann wird es auch ein Mikro, ein Saalmikro geben. Und vorher ist es für alle anderen einfach nicht hörbar. Genau. Also, es geht heute Abend um den geplanten Google Campus, aber auch um die ganzen Tech-Unternehmen, die sich hier mittlerweile in Kreuzberg, aber auch in Friedrichshain und auch teilweise in Neukölln angesiedelt haben. Seit Google im Sommer oder Herbst 2017 bekannt gegeben hat, dass sie im Umspannwerk in der Olaustraße einen Campus eröffnen wollen, hat sich hier in Kreuzberg ein breiter Protest formiert, der sich offensichtlich auch nicht immer einig ist, wie das halt so ist. Und um diesen Protest soll es heute Abend gehen. Also einerseits, wogegen wird protestiert? Warum gerade gegen den Google Campus? Es gibt ja auch andere Tech-Companies, die hier sind. Für welche stadtpolitischen Veränderungen ist er ein Symbol? Und ist er vielleicht auch mehr als ein Symbol? Weil da wird ja, soll ja auch tatsächlich gearbeitet werden. Also wovor haben die Menschen im Kiez hier Angst und warum sind sie auch wütend? Wir werden total viel heute Abend nicht besprechen können, weil dieses Thema Stadt und Tech-Unternehmen ist einfach so ein breites Feld. Und die Entwicklung geht so schnell, dass wir manche Sachen einfach nur anreißen können. Also es wird ja auch sehr viel unter dem Titel Smart City zum Beispiel gesprochen, also so optimierte technologische Lösungen. Versteht ihr mich? Ist das Mikro okay?
Genau. Es wird auch ein bisschen vielleicht um Google gehen, weil die sind ja tatsächlich schon in der Stadt. Es ist ja nicht so, dass die nur im Google Campus sind. Die sind auch an anderen Orten. Die betreiben auch schon sehr, sehr lange Lobbyarbeit. Die finanzieren zum Beispiel auch journalistische Projekte. Wir haben es hier in Berlin mit vielen Firmen der Samba-Brüder zu tun, mit Rocket Internet. Zalando macht sich breit. Die haben alle unterschiedliche Strategien. Samba kauft zum Beispiel auch viele Häuser auf. Wir haben schon lange Akteure wie Airbnb, die ein Teil der Eventisierung und Touristifizierung des Kiezes sind und die aber auch Mietwohnungen für die Bevölkerung hier blockieren und die Mieten in die Höhe treiben. Und dann gibt es natürlich auch beim Thema Verdrängung und Gentrifizierung noch ganz andere Akteure. Wir haben die Deutsche Wohnen, wir haben irgendwie Achilleus. Das ist also ein ganz weites Feld. Genau, aber am Anfang wollen wir darüber sprechen, was eigentlich, warum die Tech-Unternehmen die Gentrifizierung nochmal beschleunigen. Und da freue ich mich sehr, dass Aaron heute hier ist aus San Francisco, die sehr viel herausgefunden hat über den Zusammenhang von Tech-Unternehmen und Vertreibung, aber die auch an den Google-Bus-Protesten teilgenommen hat. Genau, und Aaron ist unter anderem auch noch Stadtaktivistin und sie ist Doktorandin für Feminist Studies an der Universität von Santa Cruz und noch so viel mehr, dass ich das jetzt hier alles gar nicht aufzählen kann. Genau, und dann haben wir noch Conny und Stefan von der Initiative Glorreiche 36. Da freue ich mich sehr, die von Anfang an den Protest gegen den Google Campus gestaltet haben. Und heute auch so ein bisschen vorstellen werden, was sie schon gemacht haben, aber vor allen Dingen auch, was sie noch planen, weil es geht ja jetzt erst in die heiße Phase. Genau. Und dann haben wir noch Katalin Genburg von der Linkspartei. Katalin ist Stadtforscherin. Sie weiß also, wovon sie spricht. Sie ist aber auch Sprecherin für Stadtentwicklungspolitik, Tourismus und Smart City der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. Und genau, was sie im Senat plant und wie die Situation in ihrer Partei ist und die Situation in unserer Berliner Regierung und was sie vielleicht auch aus anderen Städten gelernt hat, darum geht es gleich auch noch. Genau, und jetzt freue ich mich, dass Aaron uns ihre Anti-Eviction-Maps zeigt und ein paar andere Informationen noch. You want to present or... Yeah. Or maybe take this mic there, the other one, so we can talk. Okay. You want to show some slides or? Yeah. Thanks for having me, and I'm in solidarity with all of you fighting Google. I've been fighting Google for quite a while, and it's good to know that many of us are fighting Google in many ways, so I'm glad to be here. I was going to just show some images, some maps, but also some images of protests that we've had against Google, but also techno-capitalism more broadly as it connects to gentrification in the Bay Area. Perfect. Okay. Very interested. Okay. Yeah. And I don't know. Hopefully you can see these images, but I'll describe what they are. I know there are lots of folks here. So I'm part of a couple collectives based in the Bay Area. One is called the Anti-Eviction Mapping Project, and we produce analysis and maps about gentrification as it relates to big tech, but also other things. We're an anarchist collective activists who really approach the project to produce data useful to on-the-ground grassroots movements. I've also been part of some other direct action groups that fight gentrification. So. At any rate, I'm going to show some maps that maybe explain a little bit about what's going on in the Bay Area. I just wanted to start with this image. I don't know if you can see it, but it really epitomizes how bizarre and dystopic San Francisco is today. It's an image of this robot that was invented to basically police the streets and kick people out of the streets who are living in tents. The houseless community has really risen in the Bay Area as evictions have risen. Right now in San Francisco, it costs on average over $4,000 a month to pay rent. So as you can imagine, most people who are poor and working class cannot pay rent, and a lot of people are ending up without homes. And of course, in this era of big tech and, you know, tech-driven solutions, people are inventing robots to basically try to kick homeless people out of their tents. There's also an image here of a place called The Quad, which represents another phenomenon that we're dealing with, which is
this phenomenon of real estate speculators rebranding certain neighborhoods to make them more sexy for people in Google and Facebook and Apple, Twitter, et cetera. So what we're seeing are neighborhoods, this is the Mission, which is a historically Latino working class neighborhood, being transformed into the Quad, which is a place for quadsters to live. And quadsters refer to the sort of campus culture that Google and a lot of other tech companies valorize. So now you can live in the Quad and take this tech private shuttle bus to Google and then come back and never really have to interact with the rest of the world. There's also an image here of San Francisco's General Hospital, which has recently been rebranded as Zuckerberg General Hospital, because so now if you're kicked out of your home and you're sick, you have to go to Zuckerberg General Hospital for care. So we began as a project in 2013, kind of in this dawn of this era that people call the tech boom 2.0, which is when, following the dot-com boom, when a lot of these tech companies got really big in Silicon Valley, which is of course itself a Cold War military project, but became uber capitalist during the dot-com boom. The dot-com boom busted and then grew again around 2010 and became this tech boom 2.0. So one of the things we've been doing is mapping where evictions happen. We've seen that evictions correlate dramatically with the rise of these tech companies. This is one of the first maps we made marking where a lot of evictions were taking place, and we made it so that people could find these places and protest evictions and also mark their streets and mark their houses if evictions have happened there, really trying to visibilize what real estate speculators are hope to be an invisible process. We've created tools like this so you can look up an address and determine if there was ever an eviction there and then pledge not to rent or buy from that real estate speculator. Would you please, speak a bit slowly? Oh, sure, sorry. I talk fast generally, so I will talk slower now. What we've seen is that, for instance, a lot of properties are being bought up that have tenants living in them by real estate speculators. And 80% of the time, when this happens, like real estate speculators evict the tenants within 5 years. So what we're seeing is a lot of people are being kicked out and units are being transformed into condos. And real estate speculators are making millions of dollars overnight to create housing for people with more money. So we do research on who these speculators are, and we try to encourage people to boycott renting or buying from them. And so we have a lot of pages on our site that kind of details who all these speculators are. And they get really mad because often they're hiding behind shell companies and big corporations to mask their identity. So we do a lot of research to uncover who they are and make what they're doing more known so that we can effectively fight against them. Sometimes they try to make bargains with us to, if you do this, if we do this, will you take your page off your site? And we will only ever do that if they promise to stop an eviction so we can keep somebody in their home. But it's a form of digital activism. This is a friend of mine, Benito, who was being evicted by a speculator named Pineapple Boy LLC. And he had no idea who this was. Somebody bought the building in Pineapple Boy LLC, and within 3 months, Benito got an eviction notice. Benito lived really close to a Facebook bus stop and a Google bus stop and an Apple bus stop. So we did all this research and found out that Pineapple Boy LLC was actually this guy named Michael Harrison, who was a co-founder of this real estate company. And so we started doing occupations in the real estate company. Until they pushed us out so violently that they were afraid we were going to sue them, and then they withdrew the eviction. So this is just one of the ways that research can kind of merge with direct action and keep folks in their homes in the event of real estate speculative driven evictions. We do a lot of work analyzing who's being displaced. We work with a lot of clinics, legal clinics, clinics that represent tenants who are being evicted. And we found that disproportionately in San Francisco, people being evicted are Black and Latina. The eviction crisis is highly racialized. And so we analyzed this and really tried to push for anti-racist politics and anti-eviction struggles that are grounded in an anti-racist and anti-capitalist politic. We also look where people are going after they've been evicted. We analyze how many people end up homeless. And we do all this research to really push for more radical politics.
We've also been collecting people's stories and producing oral histories to produce more nuanced understandings of neighborhoods and to capture how people themselves are analyzing what's going on and the politics that people have and the methods that people use to stay put. A lot of people have fought their addictions successfully, and so we really want to bring these stories of resistance into the foreground. We also are looking at how the police system interacts with gentrification. There's an image here of a man who was murdered by the police after two new people to the neighborhood spotted this man, Alex Nieto, and racially profiled him as dangerous because he was wearing a security guard uniform and because he's a person of color. These gentrifiers to the neighborhood called the police, and then four police officers came and killed Alex instantly. And so this is a really lethal effect of gentrification when new people come to a neighborhood and don't know the culture that's there and are racist. So we're trying to do a lot of work bringing this into the fore and bringing anti-police politics into the fore. This is a map we made analyzing the proximity of evictions to tech bus stops. This is the last set of maps that I'll show, but tech bus stops are these private, they're actually mostly public bus stops that tech companies like Google use so that, you know, they can pick up people who live in the quad and then bring them down to Mountain View or to wherever, maybe in the case of Facebook, Palo Alto. But it's a way that San Francisco, but also Oakland and Berkeley are basically being advertised by these tech companies as these cool, hip places to live. So you can live in, you know, San Francisco and work in Silicon Valley, which is at least an hour south, but you don't have to actually live in Silicon Valley. So we found that 69% of evictions happen within four blocks of the tech bus stops, again, the Apple bus stops, the Google bus stops. So we do this research, and this empowers direct actions like this. We've had a number of bus blockades where we physically block these Google buses and other tech company buses too, drawing attention to how much big tech, you know, interacts with evictions. Some of these photos are from a protest we had after Google's head of e-security moved into a building filled with tenants and it tried to evict them all, and we figured out which bus this guy was taking to go to work, and we kept on blocking it. But we have other bus blockades too that look at other themes, such as how racist the tech industry is. It's notorious for not hiring Black and Latina workers, and these are the people being evicted most in the Bay Area. So again, this is a way we're trying to bring an anti-racist, an anti-capitalist, an anti-techno-capitalist politic into the Bay Area eviction struggle. So I'm gonna end there. Thank you very much, a lot of information. One quick question afterwards. You did a lot of protests, a lot of different protests. What would you say, what kind of protests were effective? Because we really want to learn. Yeah, so I mean, a lot of protests are happening in the city, just in front of City Hall and protesting politicians and you know, protesting certain policies. And of course these are important, but they get really kind of boring and predictable. So what we like to do is more direct action that that interrupts flows of capital, that, you know, interrupts everyday life as it is in under context of gentrification. So whether that's, like I showed, occupying a real estate office, real estate speculator's office, or blocking a tech bus, we've also gone inside Google, we've gone to their campus, and tried to do direct actions that actually, you know, get in their way and bring media attention and bring public attention to what's going on. So. Cool. Da ist es ja die perfekte Überleitung zu euch beiden. Ich rede jetzt auf Deutsch weiter. Das ist ein bisschen komisch, aber so ist es jetzt leider. Genau, ihr habt ja schon einiges an Protesten gemacht und ihr habt den Claim, Google ist kein guter Nachbar. Warum denn eigentlich nicht? Ja, danke. Ich bin erstmal aus drei Gründen ganz furchtbar froh, dass du heute da bist. Zum ersten Mal wirft mir immer vor, dass ich zu schnell sprechen würde. Heute wird das kein Mensch mir vorwerfen. Das war unschlagbar.
Das Zweite ist, als wir vor ungefähr einem Jahr als Initiative, eine Nachbarschaftsinitiative, die sich gegründet hat, um eine Bäckerei, eine kleine Bäckerei zu retten. Und das hatten wir dann nach einigen Monaten geschafft tatsächlich. Die Bäckerei gibt es heute noch, hat einen super Vertrag, will keiner mehr hören, alles gut. Fragten wir uns als Initiative, was machen wir jetzt eigentlich? Wir wollen weitermachen. Wird es überhaupt Sachen geben, womit wir uns beschäftigen können? Und da dachten wir, naja, Google, das ist doch, ne, der Campus kommt. So, die Bäckerei, Google, fast dasselbe. Das ist so ungefähr, was wir gemacht haben. Und jetzt zeigt uns aber das, was sie eben gesagt hat, warum das richtig war, dass wir uns dafür entschieden haben. Weil im Gegensatz zu dem, was unsere Freunde vorhin gesagt haben, sind wir da überhaupt nicht naiv rangegangen. Wir wussten natürlich sehr genau, was Google ist, was die machen, aber wir wollten verhindern, dass Google das, was sie in San Francisco gemacht haben, genau in unserem Kiez machen. Und wenn man den Reichenberger Kiez kennt, dann weiß man, dass der ein sehr schöner, aber auch verletzlicher Kiez ist. Der ist so schnell zerstörbar und es passiert gerade in einer galoppierenden Geschwindigkeit. Und das war, warum wir uns entschlossen haben, eben tatsächlich dann gegen Google vorzugehen, was zu machen. Und was wir bisher gemacht haben, ist, wir haben zum einen Veranstaltungen gemacht, um die Nachbarn zu informieren, Flugblätter verteilt, Plakate, was man so macht. Dann haben wir eine Beamer-Aktion direkt vor dem Umspannwerk gemacht. Wir haben also auf das Umspannwerk, wo Google seinen Campus reinbauen will, dann entsprechend entsprechende Bilder geschickt. Wir hatten eine Schalte nach eben tatsächlich bei Toronto in Kanada, wo Google plant, ein ganzes Viertel komplett zu übernehmen. Also tatsächlich alles dort zu machen, was irgendwie mit den Bedürfnissen der Bürger zusammenhängt und zu kontrollieren. Genau das ist es. Es ist diese absolute Kontrolle. Sie sagen zu der Stadtverwaltung, wir geben euch das alles umsonst, es soll überhaupt nichts kosten, wir brauchen bloß die Daten. Mehr wollen wir überhaupt nicht haben. Und das ist die Währung, mit der Google bezahlt werden möchte. Und der dritte Grund ist, warum ich so froh bin, dass der Vortrag eben kam, die Karten, die du gezeigt hast, das ist sehr interessant, denn unser neues Projekt, das wir heute vorstellen wollen, ist eben tatsächlich ein Projekt, das vor allem von der Karte lebt. Wir wollen klar machen, dass bei uns im Kiez der Kiez insgesamt dagegen ist, dass das nicht ein paar linke, anarchistische, was auch immer Spinner sind, die irgendwie keine Ahnung haben und nicht wissen, was so los ist. Das ist das Narrativ. Wenn ihr mal hier Gründerszene.de und so weiter lest, das ist das Narrativ, das über uns aufgemacht wird. Wir wollen das digital befreite Zone in Kreuzberg haben. Na, ihr wisst, worauf das anspielen soll. Und das ist natürlich alles Blödsinn. Es ist bei uns so, dass genügend Leute sich tatsächlich damit Gedanken machen, was da werden soll und was da passieren soll. Und deswegen Projekte wie jetzt, eben tatsächlich unsere Karte mit Website, die wir präsentieren wollen. Und das kann vor allem Conny am besten tun, die nämlich das entwickelt. Genau, zeig doch mal. Genau. Ja, vielen Dank. Ganz kurz noch, bevor ich jetzt die Webseite oder bevor wir die Webseite hier auch zeigen werden, wir sammeln natürlich auch die vielfältigen Proteste auf unserer Webseite glorreiche.de mit vielen Fotos und auch Dingen, die wir auch schon so gemacht haben, könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Aber wir haben uns jetzt zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Wir sind nicht mehr alleine unterwegs, sondern wir haben jetzt noch wir haben Bisim Kiez mit an Bord, wir haben die Lause bleibt mit an Bord und ganz viele engagierte Nachbarn und Nachbarinnen aus dem Kiez, aus Kreuzberg, aus Treptow, aus Neukölln. Und mit denen zusammen haben wir ein Konzept entwickelt, eben unter unserer Kampagne Google ist kein guter Nachbar. So heißt auch unsere neue Webseite, die ab heute auch mit Leben gefüllt ist. Die haben wir jetzt auch mitgebracht. Arin, wenn du so freundlich wärst, uns das mal zu zeigen. Da könnt ihr euch das anschauen, was wir da so vorhaben, was wir da so planen. Und was wir tatsächlich machen wollen, ist, dass wir den Protest hier im Kiez auch sichtbar machen. Nicht nur auf der Straße, online. Wir haben angefangen mit Nachbarn, Gewerbetreibenden, die wir kennen, zu reden, zu sagen, Mensch, wie steht ihr denn zu Google? Was ist denn so eure Meinung dazu? Und wir haben sind auf ganz viele Menschen getroffen, die im Prinzip die gleiche Meinung haben wie wir auch. Und dann haben wir gesagt, lasst uns das doch darstellen. Lasst uns doch Google zeigen, wie viele wir wirklich sind, die das nicht gut finden, was hier in diesem Kiez passiert. Und das, was ihr hier seht, ist eine Sammlung von einer Woche. Also das ging alles ganz schnell. Wir haben schon über 70 Unterstützer hier mit auf der Karte.
wenn ihr das gut findet, was wir da machen, dann freuen wir uns, wenn wir euch auch ebenfalls mit aufnehmen können. Ihr seht, wir haben hier verschiedene Farben. Wir haben Blau für die Nachbarn, also Mieterinnen und Mieter, die da anonym erscheinen, aber natürlich mit der Wohnadresse, weil sonst können wir das Nädelchen nicht setzen. Und die Gewerbetreibenden, die werden natürlich mit Namen genannt, also Name des Gewerbes und auf Wunsch auch mit der Webseite. Das SO ist auch mit dabei, kann ich bei der Gelegenheit sagen. Und auch viele andere Gewerbetreibende hier in der Oststraße, aber auch im Reichenberger Kiez haben wir schon dafür gewinnen können. Und wir hoffen, dass es heute noch ein paar mehr werden und vor allem auch in den nächsten Wochen, damit wir wirklich zeigen können, Google ist hier nicht erwünscht, wir wollen euch nicht hier und wir sind ganz viele. Sehr gut, das ist doch lieb. Das klingt doch sehr gut. So, Katharin, du bist ja Teil einer Regierung, wo unser Bürgermeister gesagt hat, zu dem Google-Vizechef, als er den Campus angekündigt hat, das ist ein wichtiger Tag für Berlin. Aber gleichzeitig engagierst du dich ja schon auch gegen den Campus oder hast ja sehr deutliche Worte gefunden. Wo siehst du denn eigentlich deine Aufgabe oder die Aufgabe der Linkspartei, zum Beispiel die Proteste zu unterstützen oder auch eine eigene Note zu setzen? Ja, also zunächst mal ist es ja so, dass Michael Müller auch immer sagt, wir müssen bauen, bauen, bauen. Und das bekanntermaßen jetzt auch nicht so meine Position ist. Wir müssen natürlich bauen, das möchte ich auch nochmal sagen. Es ist schon so, dass wir in einer Situation sind, also erstmal ist so eine Koalition immer eine nicht ganz einfache Aufgabe, das weiß sicherlich auch jeder, aber wir sind in diese Regierungskoalition ja reingegangen mit einer Smart City Strategie, die alte Regierungskoalition schon erarbeitet hatte. Und als ich vor 5 Jahren anfing, mich mit Smart City auseinanderzusetzen, war das tatsächlich in der Uni. Und ich fand das damals irgendwie vor allem wissenschaftlich spannend, die Frage tatsächlich, wie wird Technisierung, also Stadtentwicklung in der technischen Perspektive gedacht und damit eigentlich sozusagen einen Rückgriff auch auf längst vergangene Ideale von Stadtentwicklung vollzogen. Und das war für mich ein Ausgangspunkt, mich damit kritisch auseinanderzusetzen. Und dann traf ich eines Tages Francesca Bria aus Barcelona, die sagte, ja, Katharin, es ist total schön, dass du das jetzt hier alles voll krass kritisch siehst. Aber es wäre total cool, wenn du dir mal überlegst, wie man jetzt vor allem in Berlin mit den vielen Leuten, die ja schon viele Jahre Alternativen von digitalem Leben leben und auch tatsächlich die Digitalisierung anders begreifen, Alternativen begreifen, die mal zusammenzuführen und zu überlegen, was kann man eigentlich anders machen. Und so kam es überhaupt, dass ich mir diesen komischen Sprechertitel Smart City gegeben habe, weil man muss wissen, dass dieses Thema vor allem in der Wirtschaftsförderung verankert ist und der regierende Bürgermeister höchstpersönlich hat das Thema bei sich zur Chefsache gemacht. Das heißt, man kommt eigentlich überhaupt gar nicht dazu, über Smart City Strategien im Parlament zu reden, weil das tatsächlich irgendwo in verschlossenen Zimmern gemacht wird. Insofern ist die große Kunst jetzt erstmal das Thema überhaupt in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Da sind ja viele Akteure, unter anderem ihr, sehr erfolgreich mit dem Thema. Und da ist es tatsächlich auch so, dass man am Thema Google sagen kann oder an dem Beispiel Google sagen kann, schaut her, das ist genau das Problem von Tech-Kapitalismus, von Plattform-Kapitalismus. Wir müssen uns anschauen, wie sich diese Gesellschaftsformation tatsächlich im gebauten Raum widerspiegelt und müssen uns überlegen, wie wir das in den Griff bekommen. Und da ist es tatsächlich relativ kompliziert, weil wir wissen, dass tatsächlich das Risikokapital, was in die Städte fließt weltweit, eben dafür sorgt, dass solche Sachen im großen Stil möglich sind. Dass wir tatsächlich weltweit auf große private Stadtentwicklungsprojekte von Amazon, Google und anderen gucken, ist eben genau Teil dieser verfehlten Steuerpolitik weltweit. Und dem kommt man jetzt nicht unbedingt bei, wenn man sagt, okay, wir wollen dieses oder jenes im Planungsrecht ändern. Das muss man einfach auch deutlich sagen. Insofern macht es Sinn, das Thema tatsächlich so aufzuziehen, dass man sagt, wir müssen diese Gesellschaftsperspektive, das Problem des Plattformkapitalismus, also Frank Pascale hat in der Publikation für die Rosa-Luxemburg-Stiftung das sehr schön gesagt, also die Plattformkapitalisten leben davon, die Regeln zu brechen, die Gesetze zu brechen und dann zu sagen, guck doch, alle finden es gut. Ja, also Airbnb ist ein klassisches Beispiel davon, die Leute leben alle hochgradig prekär. Die sagen,
ja, guck doch mal, alle finden es irgendwie gut, Haufen Leute vermieten ihre Zimmer, also mach doch jetzt mal die Gesetze so, wie die das brauchen. Und das ist tatsächlich ein Modus, der sich da eingespielt hat, den man aktiv bekämpfen muss und dann auch tatsächlich im Parlament, aber eben auch außerhalb des Parlaments. Und das ist meine Perspektive auf das Thema. Für den Google Campus ganz konkret muss man sagen, finde ich, ist die jetzt schon geleistete Arbeit auch der Initiativen zu sagen, wir sozusagen setzen das Wort Counter Campus schon richtig gut. Ich glaube, ein echter analoger Counter Campus wäre auch richtig gut, weil ich denke, es braucht diesen Ort für alternative Kräfte, sich zusammenzutun und über Alternativen, alternative Ökonomie und so weiter zu diskutieren. Ja. Und den möchtest du einrichten? Oder, also ich habe jetzt noch nicht richtig verstanden. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, ich würde den, ich würde den gerne einrichten. Das ist jetzt noch kein hinreichendes Kriterium dafür, dass er dann tatsächlich steht. Ich weiß nicht genau, ob die Leute, die jetzt heute auch dazu aufgerufen haben, mir nicht zuzuhören, wollen, dass ich so ein Ding irgendwo hinstelle. Die Frage ist halt tatsächlich, es sind ja auch Kämpfe, die ablaufen. Und ich finde, wenn man sich darauf überhaupt erstmal verständigt, was wollen denn zum Beispiel die vielen, also verschiedene Hackerspaces, die es in Berlin gibt, verschiedene Leute, die tatsächlich andere Vorstellungen, Techies, die andere Vorstellungen von Digitalisierung haben, wenn man die zusammenbringt und die dann sagen, was wollen sie denn, wie wollen sie es denn haben? Also das fände ich halt gut, weil da stehen wir einfach noch am Anfang dieser Vernetzung, denn das, so ehrlich müssen wir sein, so weit sind wir auch noch nicht. Das stimmt. Aber das würde ja zum Beispiel trotzdem nicht bedeuten, dass das bestehende Gewerbe geschützt würde. Ne? Also das ist ja trotzdem, also, ne? Also dann hätte man irgendwie, also dann hätte man alternativere oder widerständige Hacker-Szene, ne? Die dann irgendwie quasi gegen diese Tech-Companies steht, die natürlich für was anderes stehen. Aber es geht ja zum Beispiel auch um Schutz von den Menschen, die hier im Kiez leben. Also was sind denn da konkrete Vorschläge? Naja, also das ist richtig. Das eine hat ist sozusagen nur ein Strang. Die Frage, wie man das bestehende Gewerbe schützt, das ist eine ganz andere Großbaustelle. Also die großen Fehler, die hier mit dem Ausverkauf von Liegenschaften in vielen Jahren gemacht wurden, die sind jetzt schmerzlich spürbar schon seit einigen Jahren. Und die Frage ist, wie kommt man dem bei? Bei dem Gewerbe gibt es ja verschiedene Überlegungen, auch Milieuschutz für Gewerbe einzuführen und so weiter. Klar ist, man kann, also, und das ist halt das Problem, dass sozusagen diese ganze Smart City Szene oder auch die Leute, die sich über Startups und Risikokapital sozusagen unterhalten und darüber, wie man die neue Innovation in die Stadt bringt, dass da eben die Handwerkerbetriebe im dritten Hinterhof einfach komplett rausfallen aus der Diskussion. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo die Nachbarschaften oder dieser Protest in den Nachbarschaften eben genau dieses Thema überhaupt erstmal wieder sichtbar macht. Und das muss man halt zusammendenken. Also man kann jetzt nicht sagen, man redet nur über irgendwie Alternativen der Digitalisierung. Und klar ist, und da bin ich ganz nah bei verschiedenen linken und grünen Politikern in dieser Stadt, wir müssen uns die Stadt zurückkaufen. Und das ist bitter. Ja, genau. Jetzt kommt sozusagen das Thema, wieso enteignen wir sie uns nicht zurück? Und so, genau. Die Frage der Liegenschaftspolitik ist ein zentrales Zugriffsinstrument, um tatsächlich Stadt sozial zu gestalten. Und insofern ist das ist die Frage, wie kommen wir an die Liegenschaften? Ich habe mich zum Beispiel in den Koalitionsverhandlungen erfolgreich durchgesetzt damit, dass wir für wohngeeignete Grundstücke nur noch in Erbbaurechten vergeben. Das ist ein Erfolg, damit habe ich selber nicht gerechnet. Und da muss man sagen, das ist sozusagen nur ein Anfang. Aber die Frage, wie wir bodenpolitisch hier tatsächlich die Stadt umgestalten können, die wird ja auch gerade diskutiert und da sind wir auf jeden Fall dabei. Meine nächste Frage geht an euch alle, weil also ich hatte am Montag einen relativ interessanten Anruf vom Pressesprecher von Google, der, wenn ich das richtig deute, ich weiß gar nicht, Herr Prima, sind Sie hier? Ich hatte Sie ja noch eingeladen. Der relativ sauer war, wenn ich das richtig interpretiere, dass er heute Abend hier nicht eingeladen ist und
auch findet, Google, also die Proteste oder Kreuzberg generell zeigt sich nicht besonders kooperativ. aber trotzdem ist es ja so eine Frage, die auch bei den ganzen Protesten und der ganzen Arbeit hier im Raum steht, nämlich wie viel Kooperation. Also es gibt irgendwie Anträge beim Bezirk oder beim Senat für runde Tische, wo man irgendwie die verschiedenen Akteure an einen Tisch bringen will. Dann gibt es die Fraktion, die eben hier war, die sagt, man redet noch nicht mal mit der Linkspartei. Dann, also es gibt so Unterschiede drin. Wo seht ihr denn, also wenn ich mit meinem Arbeitgeber im Konflikt bin, dann habe ich eine relativ klare Grenze, mit meinem Vermieter auch. Also mit wem redet man, mit wem nicht? Würdet ihr mit Google reden? Mit welchen Startups würdet ihr reden? Soll man gar nicht mit wem reden? Seid ihr auch für runde Tische? Einfach mal in die Runde gefragt. Vielleicht fangen wir bei dir an und gehen dann durch. I think our kind of politic in the Bay Area has been we don't want Google to exist at all. Nor do we want Facebook or Apple or any of these companies to exist. Not only are they behind this rampant hyper-gentrification, but I mean, they're spying on all of us, they're surveilling and capitalizing on our lives. It's like Facebook has this algorithm called DeepFace that can facially recognize anybody correctly 98% of the time, which is better than the FBI's. And so it's like these companies, I mean, Google's now part of this Project Maven, which is basically creating killer robots. They're not good companies, and no matter how you slice it. And what we really need, I think, are alternatives, other ways to use technology. We ourselves are a technology project. I think there are people doing anti-capitalist technological work. And I think we really, really need to take some steps back and think about how to share that better and how to kind of create alternative platforms so we don't need to necessarily embrace like a neo-Luddite politic, but that we can embrace an anti-capitalist politic when it comes to technology. And I think that's a lot easier said than done. And I don't have the solutions how to do that. I know there are folks in this room that are working on that. I've talked to some of y'all today, and I think that we really need to do that work and share that knowledge with each other and make it accessible, because I think one of the problems has been over the last couple decades that a lot of the free and open source software has been hard for people to access, but that is changing. I think we need to put a lot of energy into making it change more rapidly so that we can actually get off of Google, which is really, really hard to do. And I haven't managed to do it yet myself fully, and I wish I could say that I had, but it's really, really hard. So, yeah. Ja, wir haben es natürlich diskutiert. Wir haben es sowohl innerhalb der glorreichen Nachbarschaft diskutiert, als auch in unserem No-Google-Bündnis. Und wir waren relativ schnell uns auch sehr klar, dass es da nichts zu reden gibt. Ja, Google ist kein guter Nachbar, wir wollen die nicht hier haben. Um das ganz klar und ganz kurz auch zu sagen. Also es ist tatsächlich so, wie Conny sagt, wir hören von dritter Seite, dass Ralf Bremer von Google sehr, sehr interessiert wäre, mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir weigern uns da ganz strikt, wir weigern uns gar nicht, wir sagen da gar nichts dazu, weder ja noch nein, weil wir darüber nicht reden wollen, was Ralf Bremer besprechen möchte. Der sagt nämlich die ganze Zeit, wir verstehen bloß nicht, das sind Missverständnisse. Wir sind dumm, wir begreifen nicht, dass Google nur mit 5 Leuten herkommt und dass das ein Campus, dass es gar nicht schlimm sei und so weiter. Ich meine, das ist natürlich genau das Gegenteil davon. Es ist einfach so, dass wir genau kapieren, und von Aaron haben wir es ja wirklich gehört, was Google mit seinem Umfeld veranstaltet, was dann passiert, was automatisch passiert. Egal, ob sie es wollen oder nicht, sie wollen es so, ist tatsächlich, sie wollen ihre Google-Welt erschaffen. Wie zum Beispiel unsere Freunde in Toronto uns mitteilen, die uns mitteilen, dass dort ein ganzer Stadtteil, ein ganzer Bezirk von Google mit Willen der Stadtväter übernommen werden soll. Das heißt, Google sagt, wir machen euch genau alles, was ihr braucht. Die Müllabfuhr, die Stromversorgung, die Wasserversorgung, die öffentlichen Transport, alles geben wir euch. Wir wollen dafür gar nichts, nur eure Daten. Das ist alles, was wir brauchen. Genau das ist die Taktik von Google. Und deswegen sprechen wir mit Google tatsächlich nicht. Und wir wollen, dass Google aus Kreuzberg verschwindet. Über das Thema könnte man schon reden, aber nicht mit dem Pressesprecher.
Achso, du wolltest aber noch was sagen, oder? Ja, aber... Okay. Also ich finde grundsätzlich, ich sitze auch nicht mit Pharmalobbyisten am Tisch. Also es gibt viele verschiedene Unternehmen, mit denen man sich nicht zusammen am Tisch setzt, weil man mit anderen Leuten am Tisch sitzt. Insofern finde ich, stellt sich die Frage vor allem, wer setzt sich zusammen am Tisch? Und insofern finde ich das total sinnvoll, wenn sich Nachbarn zusammentun und an den Tisch setzen und überlegen, wie man tatsächlich auch das Thema Google betroffen. Also es ist ja nicht nur so, dass wir den Google Campus haben, wir haben ja, du hast es vorhin selber gesagt, Nina, viele Finanzierungen haben, es gibt unendlich viele kleine sozusagen Projekte, die auch von Fremdkapital leben und die eben von Google mitfinanziert werden. Das ist ein Riesenproblem und da kann man den Leuten sagen, ihr seid scheiße, weil ihr das Geld nehmt, oder man kann sagen, ihr habt ein Problem und wir haben das alle gemeinsam. Und ich finde, das wäre auf jeden Fall meine gute Perspektive, sozusagen das irgendwie in den Blick zu nehmen. Dazu kommt auch noch das ganze Thema Amazon. Amazon hat in Charlottenburg relativ unbemerkt dieses große Hub aufgemacht. Und mich hat ein Typ aus Hamburg angesprochen, meinte so, wie kann das eigentlich sein? In Hamburg gab es riesige Proteste, in Berlin hat es irgendwie keiner, hat es keinen gejuckt. Erst als Google nach Kreuzberg kam, da gab es einen Aufschrei. Und das sind schon Dinge, wo wir sagen müssen, da gibt es tatsächlich echt ein weites Feld von Problemen, weil ich finde Amazon auch scheiße. Habe ich das jetzt, ja. Also, das sind darf wirklich... Ich hier sagen? Darf ich hier sagen, ja genau. Und das ist sozusagen die Frage, die ich stark machen möchte, ist eben auch zu gucken, was hängt denn dahinter? Welche Fördermittel werden auf europäischer Ebene an McKinsey und Co. gegeben, damit sie genau diese Public-Private Partnerships ermöglichen, damit genau das auf diese Schiene gesetzt wird? Also da gibt es genau diese Studie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Smarte Stadt Neu Denken, wo das sehr, sehr gut dargestellt wird. Das ist eben tatsächlich eine völlig neue, sind neue Zusammenhänge in der Ökonomie, die muss man sich auch sozusagen anschauen. Und da gibt es richtig viele Leute, an die man dieses Problem adressieren kann, Akteure, die man in gewisser Weise da markieren muss. Und insofern würde ich sagen, wäre das auf jeden Fall ein nächster wichtiger Schritt. Und ihr, Stefan und Conny, also ihr habt da jetzt auch eine Broschüre rausgegeben, eine sehr informative, die es übrigens da hinten gibt und die ich rate, jedem mitzunehmen. Ihr macht ja nicht nur gegen Google Mobil, ne? Google ist ja so eine Art Symbol, ne? Also ihr seid ja, also es gibt die Factory, wo ja übrigens auch Google drin ist, auch mittlerweile, in der alten Lohmühle, wo sie sagen, okay, da kommen Arbeitsplätze, aber da waren ja eigentlich auch schon Arbeitsplätze. Es gibt Zalando, ne? Wo man das Gefühl hat, irgendwie so, die kaufen den ganzen Bezirk und alle anliegenden Bezirke auf. Habt ihr da denn auch irgendwas geplant oder wie ist euer Verhältnis zu denen? Naja, das Verhältnis zu denen ist ganz ähnlich wie zu Google, ja, weil am Ende reden wir natürlich im weitesten Sinne auch hier von Webtech-Unternehmen, vor allem auch bei Zalando und Rocket Internet. Da sind wir uns eigentlich auch einig, auch die wollen wir hier nicht unbedingt haben, weil die dem Kiez nicht gut tun mit dem, was sie hier tun. Ja. Und die Factory, die hat sich so still und heimlich hier in die Lohmühle, in die alte reingeschlichen, macht eine Halloween-Party und behauptet dann, ah, ich bin hier in ein leeres Gebäude rein, das kann man mal machen, ja, kommt aber generell nicht so gut an bei all denen, die da vorher entmietet wurden. Und natürlich stehen wir genau eben auch zu denen, die da auf eine wirklich üble Art und Weise auch rausgeflogen sind. Deswegen auch mit denen gibt es nichts zu reden, die haben ja nichts verloren aus meiner Sicht. Ja, das ist natürlich auch klar unsere Auffassung. Ich wollte noch gern was dazu sagen, wie Sachen hier von den Parteien herlaufen und so weiter. Also wir als glorreiche Nachbarschaft und auch als Vertreter von der Google Campus sind hier, weil jemand von Helle Panke bei uns einfach bei der Google Campus mitarbeitet und uns eingeladen hat. Und deswegen sind wir hier. Wir betrachten uns als parteifern. Also wir sind weder der Linken noch der Grünen noch der SPD noch sonst irgendjemand in irgendeiner Weise verbunden, gar nicht. Wir sehen die Probleme, die von diesen Parteien vorher geschaffen wurden. Und es ist vollkommen richtig, was vorhin im Publikum gesagt hat.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass hier Rot oder Grün regieren in Berlin. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, was hier passiert ist. Und ich war auch als Gast auf der Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung gewesen, Smart City, wo die Frau Bria, was am Anfang was sehr Interessantes gesagt hat, und ich glaube, das sollten sich alle, die sich politisch, ich meine nicht parteipolitisch, hier in der Stadt engagieren, sich zu Herzen nehmen. Als nämlich gefragt wurde, was habt ihr als allererstes gemacht, als ihr an die Regierung gekommen seid, und die Stadtregierung gekommen seid und euch überlegt habt, was könnt ihr im Smart-City-Bereich für die Stadt tun? Da haben die gesagt, wir haben die Bürger gefragt, was die wollen. Das war das allererste und das vermissen wir tatsächlich als Stadtinitiativen vollkommen. Uns fragt überhaupt niemand, noch niemals auf uns zugekommen, hat jemals gefragt, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr einen Google Campus? Wollt ihr diese und jene Vernetzung? Wollt ihr dies und das? Wir hören jetzt auf einmal, dass runde Tische aufgemacht werden sollen. Wir hören aber gleichzeitig, dass diejenigen, die sich am runden Tisch nicht beteiligen wollen, eventuell von öffentlichen Zuschüssen ausgeschlossen werden sollen. Also nicht die Möglichkeit bekommen sollen, Vernetzungsarbeit und Sonstiges zu finanzieren. Alles sehr merkwürdige Geschichten und wir sind eher sehr, sehr skeptisch, was tatsächlich die offizielle Politik der Stadt angeht, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Eine kleine Ergänzung noch zu der Broschüre. Wir haben die natürlich heute auch mitgebracht und da geht ein großen Dank jetzt an der Stelle auch raus an das Netzwerk Selbsthilfe. Von denen haben wir tatsächlich Gelder erhalten, damit wir auch die Broschüre drucken können. Die Inhalte, die ihr da lest und auch das Layout und alles, ja, das haben Nachbarinnen und Nachbarn in ihrer Freizeit gemacht. Wir haben jetzt noch eine Broschüre auch zum Download bereitgestellt. Eine farbige Variante, die würde ich ganz gerne mal zeigen, wenn ich das hier richtig bedienen kann. Kleinen Moment. Da könnt ihr euch das auch downloaden, wenn ihr sagt, nee, ich will nicht so viel Papier zu Hause haben. Wie geht es mit dem Klicken? Ihr seht, ich bin kein Mac-Typ. Ja. Genau, und hier seht ihr jetzt quasi auch das neue Layout, was wir haben mit der Broschüre. Da könnt ihr euch das Ding auch nochmal runterladen, wenn ihr sagt, nee, ich möchte nicht so viel Papier daheim haben. Gibt es alles auch im Internet. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen über andere Städte gesprochen. Also Barcelona ist immer wieder aufgetaucht. Wir haben jetzt über San Francisco und so gesprochen. Protest ist ja das eine, aber du hast es ja auch schon gesagt, irgendwie, dass ihr viel mit Basisorganisierung arbeitet, versucht irgendwie Alternativen zu bilden und so. Gibt es denn da Sachen, die ihr seht, wo ihr sagt, das macht Hoffnung, das ist ein kleiner utopischer Moment, da kann man irgendwie dran anknüpfen oder Sachen, wo man halt gemerkt hat, irgendwie, da springen andere drauf an, das ist wirklich irgendwie, weil ich habe immer das Gefühl, bei diesen ganzen Google, Amazon, Facebook ist das Problem, das wirkt auf der einen Seite völlig übermächtig und alternativlos, man steht mit dem Rücken zur Wand so und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass sie sich einfach sehr, sehr positiv verkaufen, eben als guter Nachbar. Und da ist es ja auch wichtig, Alternativen zu bauen. Habt ihr da irgendwie Beispiele, an die man gut anknüpfen könnte, von denen man lernen kann? Vielleicht auch du, Aaron. There are some really amazing spaces in the Bay Area where people are doing work that is very important. There's this Omni Hacker Space that has all sorts of projects and skill shares, and they're creating web networks. There are projects like the Liberating Ourselves Locally hackerspace also in the Bay Area. That's a POC-led hackerspace that's trying to kind of intervene in this longer history of hacking being dominated by white men. So I see a lot of people doing this work, and I see these spaces becoming more accessible and a lot of alternatives being created. I think that we have this big gap though in terms of skill sharing and making these platforms and these alternatives more accessible. There's this, I've actually been living the last year mostly in Romania where I'm looking at the impacts of Silicon Valley in Bucharest and in Cluj. And there's a collective called Ciata that are basically refurbishing people's hardware so that you can on the hardware install free and open source software and be 100% sure that you won't be spied upon. So, you know, there are people doing this work. I think that we all need to, if those of us who are able to learn more, you know, skill share more and try to get off these big mega platforms that are capitalizing on our bodies and lives and imaginaries, everything. So, yeah.
Na, ich würde sagen, also wir hatten ja bei diesem einen Workshop auch Vertreter aus Italien, die dieses Projekt Fairbnb vorgestellt haben, wo sie eben im Prinzip eine Gegenplattform schaffen, um eben dieses Prinzip Airbnb verdient daran, dass Leute bei Leuten übernachten, im Prinzip aushebeln wollen. Deswegen ist natürlich wirklich also ein großer Anspruch, das zu schaffen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, es gibt diese kleinen Projekte. In Berlin gibt es ja auch tatsächlich Genossenschaftsplattformen, Plattformgenossenschaften, die tatsächlich sagen, das Plattformprinzip, wenn es nicht sozusagen nur rein Rendite und Kapital fixiert ist, kann sinnvoll sein und kann auch tatsächlich ein Prinzip sein, an dem man alternative Ökonomie andocken kann. Und da ist der Supermarkt halt ein Beispiel. Ich mache auch regelmäßig Projekte. Und ich glaube, das sind schon Sachen, wo man schauen kann. Ich glaube aber, dass es insgesamt darum gehen muss, die Frage zu stellen, wie gelingt es den großen Plattformkapitalisten tatsächlich immer weiterzumachen. Und da sind eben tatsächlich am Ende ganz irdische Gesetze notwendig, die das eben auch zurückdrängen, die dann eben auch nicht so ohne weiteres durchzusetzen sind, wie zum Beispiel im Berliner Zweckentfremdungsverbotsgesetz, die sozusagen, die wir brauchen, um diesen Einfluss auch zurückzudrängen. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist es tatsächlich wichtig, diese kleinen Projektchen auch zu unterstützen. Das finde ich auf jeden Fall auch, aber ich habe da mal direkt eine Frage, bevor ich euch nochmal frage, weil das mit den Plattformgenossenschaften zum Beispiel finde ich ein ganz gutes Beispiel, ne? Das beruht ja auf dem Prinzip der Arbeitergenossenschaft, auf diesem uralten Prinzip, eben kooperatives Arbeiten. Aber es ist ja so, dass die hier in Berlin einfach nicht so richtig fruchten, ne? Weil die einfach kein wirtschaftliches Ökosystem haben. Also in Barcelona ist es ja zum Beispiel schon so, dass ihnen Daten bereitgestellt werden von anderen Firmen oder so. Und es eigentlich ein Klassenproblem zum Beispiel auch wiederholt. Also weil es sind halt hier, hat man halt irgendwie Plattformgenossenschaften, also so gut ich die teilweise finde, sind es trotzdem Kreativplattformen oder so. Während man in Amerika zum Beispiel schon irgendwie Plattformgenossenschaften hat, wo sich migrantische Servicearbeiter irgendwie organisieren können. Also, ne? Und das wäre doch zum Beispiel mein Ansatz. Also das würde mich doch noch mal interessieren, was da genau geplant ist, um sowas auch zu unterstützen. Genau, also da glaube ich, ist zumindest der Anfang erstmal überhaupt eine Digitalstrategie zu entwerfen. Das war auch, glaube ich, das, worauf du hinaus wolltest, weil in Barcelona haben die halt tatsächlich eine Digitalstrategie mit den Leuten entwickelt. Und wir haben die Absicht, in Berlin gibt es verschiedene Akteure, auch das steht nicht im Koalitionsvertrag, aber es gibt verschiedene Akteure, unter anderem Leute von Netzpolitik und andere, die eben sowas auch pushen, die sagen, wir brauchen zunächst erstmal eine Digitalstrategie, denn diese ganze Frage der Daten, die lässt sich halt nicht im luftleeren Raum verhandeln. Und deswegen braucht es diese Strategie, auf die man dann eben genau solche Förderungen aufbauen kann. Aber da wir da tatsächlich irgendwie so ein bisschen vor einem großen, weiten Feld stehen, muss man sagen, ist da einfach auch noch sehr, sehr viel zu machen. Und man muss auch ehrlich sagen, in Barcelona gab es die Regierung ist komplett anders, das muss ich auch nochmal sagen. Ada Colau ist halt nicht mehr Michael Müller. Und die Situation, die sie vorgefunden haben, als sie in Barcelona die Macht übernommen haben, war auch nochmal eine andere. Also insofern, Barcelona war eine Smart City, die europäische Hauptstadt, Smart City Hauptstadt. Und da gab es tatsächlich ein extrem ausgebautes Netz von digitalen Infrastrukturen, alle sozusagen von großen Konzernen beherrscht, aber die haben das halt wirklich als großes Ziel erklärt, die zu übernehmen, weil sie wussten, da müssen sie ran. Und ich finde, jetzt in Berlin geht es vor allem erstmal darum, die Großen rauszuhalten und also das mit eigenen Mitteln zu entwickeln. Und das ist schon auch eine echte Herausforderung. Genau, die Frage an euch auch nochmal, ob ihr Alternativen seht oder euch wünscht oder in anderen Städten oder hier. Ja, also das Beispiel Barcelona, vorhin schon erwähnt, tatsächlich echter Vorbildcharakter. Da ist tatsächlich toll, was passiert. Aber es gibt hier auch in Berlin natürlich Initiativen. Wir haben hier Leute von Fuck off Google hier sitzen, die eben tatsächlich aus der Tech-Szene kommen, die tatsächlich einen ganz anderen Ansatz haben als wir in der Google-Kritik, aber genauso radikal in ihrer Kritik sind. Es gibt genügend auch kleinere Firmen, die durchaus Tech-Firmen, die durchaus Interesse daran haben, etwas Vernünftiges für die Leute zu machen. Nur leider, die meisten von den auch den Startups,
Startups haben eine vollkommen andere Idee und Ideologie. Das müssen wir uns ganz klar vor Augen halten. Also die haben die Ideologie, möglichst mit dem Risikokapital, das sie irgendwo bekommen, sich irgendwo in einem schicken Kiez wie unserem anzumieten, dort natürlich dadurch das bestehende Gewerbe zu verdrängen, weil die Mieten zahlen können, die vollkommen exorbitant sind. Gleichzeitig wecken die die Begehrlichkeiten natürlich bei den Investoren, Spekulanten, Vermietern, die sich sagen, na prima, wenn ich das Dreifache der Miete nehmen kann, dann verlange ich das erstmal von meinen jetzigen Mietern, wenn die Verträge auslaufen. Das können sie nicht zahlen, da gehen die raus, ist doch alles in Ordnung, ganz freiwillig, und dann kann ich das an entsprechende andere Startup-Firmen vermieten. Das heißt, hier muss dagegen gehalten werden, sonst wird das überhaupt nicht funktionieren. Hier müssen auch ganz klare Vorgaben gemacht werden, und da nochmal, da hoffe ich, dass tatsächlich Sachen, die wir ansprechen in der bestehenden Politik und die wir fordern, dann auch mal umgesetzt werden. Zum Beispiel eine Rechtsverordnung, die wir mal brauchen, von einer linken Senatorin, dann vielleicht doch gleich kommt und nicht vielleicht einfach bloß auf die lange Bank geschoben wird. Was meinst solche du damit Geschichten, konkret? Manche, das war die Geschichte mit der Mani und Mai, mit der Maybach-Siedlung, wo eben tatsächlich durch bestimmte rechtliche Situationen die Mieter verdrängt wurden, also sprich der Vermieter sich in der Lage sah, eine gesteigerte Miete zu verlangen. Das hätte man mit einer Rechtsverordnung abwehren können. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass Frau Lomscher diese Rechtsverordnung erlässt. Wir sind gescheitert. Es gab einen Entwurf, der von einem Rechtsprofessor gemacht wurde und den wir präsentiert haben, den wir Frau Lomscher übergeben haben. Es ist nichts passiert. Die Mieter werden jetzt verdrängt, die fliegen nach und nach raus, das ist was passiert. Und das sind natürlich Dinge, da helfen schöne Worte nichts, liebe Katharine. Da muss man eben auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Und das, glaube ich, passiert nicht genug. Aber gut, okay. Was mich noch mal interessieren würde, wir haben jetzt viel über Tech-Unternehmen und Verdrängung hier im Kiez zum Beispiel gesprochen, aber es gibt ja auch ganz andere Kämpfe. Also wir haben vorhin das Beispiel Amazon gehabt, wo es irgendwie schon sehr lange Streiks gibt. Es gibt die Deliveroo und die Foodora-Fahrer. Ich weiß nicht, wie es in San Francisco aussieht, da gibt es ja jetzt auch zum Beispiel sehr viele Tech-Worker, die zum Beispiel auch sich gewerkschaftlich engagieren oder so. Gibt es denn da auch Bestrebungen, irgendwie mit denen gemeinsam zu kämpfen? Seht ihr da Anknüpfungspunkte? Vielleicht auch wieder einfach bei dir anfangen, Erin. Ja, well, I mean, Silicon Valley is notorious for fighting against unionization and union efforts. We've seen some really important struggles come out of service worker sectors. So, you know, the bus drivers driving these Google buses, the people working in the cafeterias, janitors, et cetera. These are the people that actually have been really working hard to unionize in Silicon Valley, and some of them have been successful. But yeah, these tech companies like to just, I don't know, they offer all these contracts, and a lot of Silicon Valley workers are also just not invested in union politics. Whatsoever. I mean, one thing I've been looking at this last year is how many these companies rely on offshoring and exploiting labor, whether it's in the global south or even in Romania. And I mean, there's no reason. I mean, there's so many reasons why there are some of the richest companies in the world. You know, Twitter moved into San Francisco after the mayor offered what they called this Twitter tax break zone, which is basically a zone, and if you're a tech company and you start up in the zone, you don't have to pay city taxes. Apple keeps a lot of its money in Nevada to not have to pay California state taxes, and then all these companies keep all their money in, you know, offshore accounts, again, not to pay federal taxes. So, you know, there are plenty of ways that they're fighting left and right to you know, make the lives of their workers precarious, even though a lot of these workers are also gentrifying and exploiting local residents. But also there's not really a culture of unionization or union efforts in a lot of them. But I think it's really important to be in solidarity with the people who are the janitors, who are, you know, working in the cafeterias, who are, you know, cleaning, who are, you know, probably folks living in this neighborhood. And I support those efforts and support strikes when they happen. So. Ja, dann kann ich noch eins dazu sagen.
Bei uns ist im No Google Campus in der Gruppe auch der Konstantin von Büsum-Kiez, der sich im Moment sehr bemüht, die Tech-Szene mit ins Boot zu holen, also die Teile der Tech-Szene, die eben tatsächlich etwas anderes wollen, als nur das nächste Einhorn finden und damit Milliarden scheffeln. Und da gibt es durchaus interessante Projekte, das ist aber noch ganz am Anfang. Im Moment gerade ist unser Schwerpunkt tatsächlich der Kampf gegen Google, gegen Google Campus, weil du musst es immer sich wieder klar machen, unsere ganzen Kiez so radikal verändern wird, wie man sich nur vorstellen kann, wenn man aus San Francisco kommt und sieht, was dort passiert ist. Wir können uns noch heute gar nicht vorstellen, was da passieren wird. Wie das vollkommen ausgeschlossen sein wird, dass überhaupt noch irgendjemand mit einem normalen, nicht mal einem niedrigen, das ist schon lange weg, mit einem normalen Einkommen sich eine Wohnung wird leisten können. Ich habe das in Frankfurt auch schon erlebt, im Nordend. Da war es so gewesen, dass der Bereich, wo ich gewohnt habe, im Nordend, nahe der Innenstadt, dass innerhalb von 3 Jahren, man konnte es an den Autos in den Straßen sehen, von ganz normalen Mittelklassewagen, die dort rumstanden, zu nur noch SUVs und Porsche und Ähnlichem, ist ein kompletter Austausch eines Viertels stattgefunden. Die Wohnung, in der ich gelebt habe, soll heute für 1,5 Millionen verkauft werden, um die Größenordnung klar zu machen, die da passieren. Und da wohnt auch nicht mehr der Abteilungsleiter von der Bank, sondern da wohnt höchstens noch das Vorstandsmitglied der Bank. Ja, ein bisschen verrückt ist ja, dass vorhin sozusagen die Eingangsprotestgruppe gesagt hat, es lässt sich nicht auf einfache Forderungen runterbrechen. Und am Ende sind wir dann doch bei den Fragen, welche einfachen Forderungen brauchen wir eigentlich, um Konkretes zu tun. Und ich glaube, dass sozusagen die Frage der Arbeitskämpfe an verschiedenen Stellen richtig wichtig sind. Ein sehr schönes Beispiel dafür, was ich jetzt bringe, bewusst, weil es die Komplexität des Problems eigentlich ganz gut aufmacht, sind die Spätis. Die Spätis sind ja in Berlin etwas, was man nicht abschaffen darf, weil das ist sozusagen, also wenn du sagst, so Spätis sind hier arbeitstechnisch ein echtes Problem mit den Arbeitsrechten, das heißt also Späti-Zeiten einschränken, würde ja in der Konsequenz halten, gibt kein Späti mehr, nur noch früh. Das ist ja nicht durchsetzbar in dieser Stadt, weil alle lieben Spätis, mich eingeschlossen. Und da wird aber sehr deutlich, wie wir sozusagen mit genau diesen Dingen umgehen im Alltag. Also wir haben halt dann doch auch Konsumgewohnheiten, die sich auf dem Rücken anderer entladen. Und ich glaube, das lässt sich sehr, sehr gut auch bei der Geschichte übertragen. Ich glaube, dass es eben wichtig ist, die Prekarität der Leute, auch in den Start-ups, so einzufangen, dass man sie auch abholt. Und das ist, glaube ich, echt so eine schwierige Geschichte weil wir hatten zum Beispiel bei der Studienpräsentation von der Rosa-Luxemburg-Stiftung so viele Leute im Raum, die, würde ich sagen, nicht klassisch linkes Milieu waren. Also wenn man das so einschätzen kann, wenn man viele Jahre sich in linken Milieus bewegt. Und ich sehe schon, dass es da eine große Offenheit gibt. Ich kenne sehr viele Leute, die sind nicht links organisiert, die sagen, sie wollen nicht mehr in Startups arbeiten, weil dort nur schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Und die Frage ist schon, wie eine Linke es schafft, also nicht die Partei Die Linke, sondern eine Linke, eine gesellschaftliche Linke es schafft, genau das abzuholen und einzubinden. Und da wäre ich sehr froh, wenn uns das gelinge. Gemeinsam. Aber also du sprichst jetzt auf der einen Seite von Entgrenzung, ne, und dann auch von Solidarität, aber was ja auch ganz am Anfang gesagt wurde von denen mit dem Transpi, was ja ganz richtig war, ist, es ist eine Eigentumsfrage am Ende, ne? Und es ist ja zum Beispiel bei Google auch zum Beispiel ganz klar, wem gehören diese Daten, mit wem sie arbeiten. Also das ist halt irgendwie, ich würde sagen, meine Daten gehören mir, die gehören nicht denen, die dürfen keinen Profit damit erwirtschaften. Und das ist ja zum Beispiel, also hier wurde jetzt oft über Barcelona und diese Studie geredet, ja zum Beispiel ein Punkt, in dem Barcelona einsteigt und zum Beispiel sagt, okay, bestimmte Unternehmen dürfen hier nur arbeiten, wenn auch Daten quasi auch demokratisiert werden. Also ich glaube, zum Beispiel in Moskau gibt es ein Projekt mit Uber, dass die gesagt haben, okay, Uber muss die Daten eben offenlegen und dann können die für den öffentlichen Nahverkehr verwendet werden und solche Sachen. Das wäre doch auch mal ein Ansatz für die Linkspartei, oder? Ja, ich bin auch dafür, dass man einfach jetzt zum Beispiel, um Uber zu stoppen, einfach das Taxigewerbe organisiert und die Daten sammelt. Also das Taxigewerbe sich selber quasi mit, weil die fahren ja seit Jahren in dieser Stadt. Die hätten die Daten ja theoretisch. Das Problem ist ja, dass die Daten
die strukturierte Datensammelei, wie ich sie mir jetzt habe, also was ich mir sozusagen habe erklären lassen. Das Problem ist ja, dass die meisten gar keine strukturierten Datensätze haben, mit denen du gut arbeiten kannst. Und das ist das Hauptproblem, dass man überhaupt erstmal diese Perspektive auf den Zettel bekommen muss, auch als städtisches Unternehmen, bevor man sozusagen überhaupt darüber redet, wie man sie gibt. Aber das stimmt auf jeden Fall. Man muss da auf jeden Fall ran. Also deswegen Digitalstrategie und eine Datenstrategie. Punkt. Und die Eigentumsfrage stellen. Wie gesagt, da gibt es ja gerade verschiedenste Initiativen, die aufrufen, die Eigentumsfrage zu stellen. Ich habe mich da aus meiner Sicht immer nur unterstützend geäußert. Ich habe dazu nicht mehr hier zu sagen. Ja. Jetzt nochmal eine Frage an euch, Stefan und Conny, auch was am Anfang ja gesagt wurde, und das ist ja so ein bisschen so ein Vorwurf, der auch immer im Raum steht. Ja, die Kreuzberger, die wollen eigentlich nur, dass Google nach Adlershof verschwindet und dann haben die Leute in Adlershof den Google Campus. Wie steht ihr denn zu diesem Vorwurf eigentlich? Oder wäre das vielleicht auch eine gute Alternative? Also es ist so, dass wir natürlich, also wir sagen jetzt nicht in unserem Hinterhofen, was dann passiert, ist uns egal. Nee, so ist es tatsächlich nicht. Ja. Ich habe die Plakate auch gesehen, die da hängen. Also ja, es gibt Menschen im Kiez, die haben diese Meinung. Und ich finde, das ist, also jeder darf ja den Protest am Ende des Tages so leben, wie er es gerne leben möchte. Für uns ist ganz klar, Google hat in Kreuzberg nichts verloren. Wir schlagen jetzt aber auch keine Alternativstandorte oder Ähnliches vor, sondern die dürfen sich selbst auch mal Gedanken drüber machen, über das, was sie tun. Ja, natürlich ist auch vor allem für uns klar, dass eine Lösung der Problematik der Datensammelwut und so weiter nicht sein kann, dass Google eben seine Daten irgendwo anders sammelt, nur eben gerade nicht bei uns. Was wir bekämpfen, weil wir eine kleine Nachbarschaftsinitiative sind, sind die Auswirkungen, die wir ganz konkret von so etwas, so einem Riesending wie Google bei uns im Kiez sehen und damit eine Menge klar machen können. Wir sehen aber auch natürlich so Sachen kritisch, wie gerade geäußert wurde, also ob das wirklich die Lösung ist, einfach die Daten strukturierter zu sammeln und dann zu gucken, dass sie nur die Guten bekommen und Ähnliches. Ich glaube, das ist fast immer in der Geschichte schiefgegangen, solche Geschichten, also nur das Gute zu verlangen und das nicht zu machen. Ich weiß noch, auf der Veranstaltung da in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, da wurde unter anderem auch vorgeschlagen von ganz wirklich unbefangenen Menschen, aber die einfach sagten, ja, die BVG hätte doch so unheimlich viele tolle Daten. Die müsste man alle nur zentralisieren und dann könnte man damit was ganz Tolles anfangen und erreichen. Das machen Sie ja jetzt auch, ne? Ja. Gemeinsam mit einem Start-up. Genau, das ist es, genau. Und da darf man eben nicht verkennen, dass im Falschen es nichts Richtiges gibt und in den kapitalistischen Verhältnissen wird es nichts Richtiges geben, was die Datensammelei angeht. Niemand spricht dafür, dass Daten gesammelt werden sollen. Das ist nicht der Punkt. Aber es gibt Unternehmensdaten, die da sind. Die sind einfach da. Und da muss auch nicht jemand irgendwie groß sammeln. Die Frage ist doch, wenn zum Beispiel die Open Knowledge Foundation ein Projekt macht, wo sie mit der BVG zusammen einen Zugang entwickeln, wo festgehalten wird, alle U-Bahnhöfe haben ja behindertengerechte Aufgänge oder Zugänge. Nicht alle, sondern die welche haben. Also wenn ein U-Bahnhof einen behindertengerechten Zugang hat, dann hat er immerhin schon mal einen, aber man weiß ja nicht, wo der ist. Ne? Also wenn du dann da ankommst, musst du ihn erstmal finden. Und die haben zum Beispiel dann ein Tool entwickelt, dass du weißt, wo du lang gehen musst, um überhaupt an diesen Zugang zu kommen. Und ich finde, das hat irgendwie schon einen Mehrwert. Also wenn es ein städtisches Unternehmen ist, ein landeseigenes Unternehmen, was sozusagen einen Mehrwert für die Verbraucherin schafft, warum soll man sowas nicht entwickeln? Also das entzieht sich jetzt irgendwie auch meiner Vorstellung. Und es gibt aber auch Menschen, die können nicht sehen. Ich würde aber ganz gerne eigentlich von Aaron wissen. Also du hast ja
auch viel Kontakt zur Hacker-Szene und so, und ihr habt auch, ne, also ihr kämpft schon lange gegen diese Tech-Unternehmen. Wie stehst du denn zu dieser Datenfrage? Weil daran scheiden sich ja tatsächlich die Geister. Also kann man diese Daten demokratisieren? Gibt es da eine Form, die vorstellbar ist, wie es wirklich irgendwie Kollektivität gibt? Oder sollte man das einfach ablehnen? It's sort of, there's this interesting phenomenon that's gone on in the U.S. the last month or so. This project called the Eviction Lab emerged, led by this sociologist, Matthew Desmond, to kind of create a big data set of eviction data nationally. And it's this really bizarre thing that now eviction data is even being kind of commodified, and he's using Zuckerberg money to pay these like real estate companies and you know, big platforms all this money to unearth eviction data, theoretically so that activists can fight back. But what we found is that this data is actually very incorrect. And I think, you know, we collect data on evictions, but from the ground up in community, trying to produce data that's useful to fighting evictions based on our lives and the experiences we have. So I think this problem of big data and data colonization is that it often comes from above and is not necessarily rooted in you know, what people need and want in their daily lives. So I think it's one thing to engage in a community research project to understand, for instance, eviction, but it's another to come in and propose solutions and to put all this capital into creating data, you know, based on people's lives that they might not even want. Even like, for instance, we have all these oral histories on our website, but it's very important for us that we not even archive these oral histories with any organization that we can't, you know, modify, in which we can't modify them or take them down, because there are examples of lawyers working for landlords, finding narratives about people who are being evicted and then using them against them in court like 3 years later. So it's like, we don't even want to archive our data with a public library because we would lose access to it. And you know, there are cases in which we've removed stories so that we can protect tenants, because the last thing we want to do is produce an oral history or create data that can be used against tenant organizing. So I think it really speaks to this need to decenter data and to create data really from the ground up and really based in what the needs and the asks are of the communities that we're already a part of. So, yeah. So, ich habe jetzt noch eine letzte Frage an Stefan und Conny, an euch beide, bevor ich dann ans Publikum öffne. Und zwar, also ihr habt jetzt diese Webseite und es geht jetzt richtig los. Und was ist, wenn jemand mitmachen möchte? Ja, das ist schön, dass du das ansprichst. Vielen Dank. Zum einen haben wir natürlich online ein Kontaktformular, wo ihr euch eintragen könnt, wenn ihr mitmachen wollt. Aber wir haben natürlich auch was vorbereitet. Wir haben auch Listen dabei, wenn ihr gleich spontan sagen wollt, wir wollen das unterstützen. Die liegen auch da hinten, wo auch die Broschüren liegen. Wir haben auch noch Plakate dabei, wenn ihr noch was haben wollt fürs Fenster oder irgendwie, könnt ihr euch alles da hinten mitnehmen. Super. So, dann seid ihr jetzt dran. Es gibt ein Saalmikro, das ist der junge Mann hier vorne in der weißen Jacke. Bitte Fragen stellen und keine Co-Referate, das wäre wirklich nett. Das ist natürlich genau die Problematik, vollkommen klar. Also wir haben im Moment die Situation, dass es Akteure gibt, die eine vernünftige Sache von der technischen Seite her machen. Du sagst, ein Open-Source-Projekt, ne, eine Sache, die besser ist als manche andere und so weiter. War ja auch mal ein Konkurrenzprodukt, so extra so gedacht. Gleichzeitig aber funktioniert aber natürlich genauso die Google-Geschichte. Das heißt, Geld zu geben, von dem vielen, vielen Geld, das sie aus ihren Werbeeinnahmen kreieren, und damit Kontrolle über bestimmte Firmen, über bestimmte Bereiche, und zwar über weite Bereiche der gesamten Textwarte eben tatsächlich zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Alltag, eurem Arbeitsalltag da das merkt. Das ist eben genau das. Google kann sich tatsächlich etwas leisten. Die können sich dich, uns, alles, was sie wollen, kaufen. Wenn man bereit ist, ihnen das zu geben, was sie wollen. Und das allerdings sehen wir extrem kritisch. Und da wollen wir auch tatsächlich mit euch, mit allen ins Gespräch kommen und einfach mal schauen, ob wir vielleicht zusammen eine Position finden können, die eben tatsächlich diese Widersprüche aufdeckt. Da muss man dann aber irgendwann natürlich auch mal bereit sein, vielleicht eine Gegenposition zu seinem Arbeit, zu seinem Geldgeber in dem Fall mal einzunehmen. Ich weiß nicht, wie sowas möglich wäre, keine Ahnung, das kann ich euch nicht sagen.
die man natürlich an den Bezirk stellen muss und nicht an uns. Also man kann schlecht sagen, welche Möglichkeiten der Bezirk tatsächlich für sich sieht. Wir verlangen bloß ganz einfach, dass mehr getan wird, um zu verhindern, dass unser Kiez ganz einfach vor die Hunde geht. Und das wird passieren und das wird in ganz schneller Art und Weise passieren. Das ist genau die Problematik. Es ist eben nicht so ein bisschen, dass man sagt, na ja, man mag Google nicht so gern und deswegen hat man sie nicht als Nachbarn. Google ist kein guter Nachbar, bedeutet, es ist deswegen keiner, weil er das vernichtet, was er benutzen will. Google versucht, unseren Kiez, alles, was bei uns existiert, zu benutzen, um selber gut dazustehen, um selber die Leute anzulocken. Und was da passiert, das ist genau etwas, wogegen man sich wehren muss. Schlicht und ergreifend, das versuchen wir zu tun. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Was der Bezirk tun kann, ist, also rechtlich meine ich jetzt, was du gerade verlangst, ist doch nicht, was wir beurteilen können. Wir können bloß Verlangen und Forderungen stellen, schlicht und ergreifend. Wir können verlangen, dass etwas getan wird, um zu verhindern, was uns jetzt gerade droht. Und das ist, was wir gerade tun. Also auch ich habe dazu ja mal ein Gespräch mit der jungen Welt gehabt und habe auch gesagt, dass ich finde, dass man an die Grenzen des Machbaren gehen muss bei Google, um sozusagen da eine alternative Perspektive aufzuzeigen. Aber auch ich sehe dort tatsächlich keine Möglichkeit rechtlich, also auf dem rechtsstaatlichen Wege. Es gibt immer Möglichkeiten jenseits des Rechtsstaates. Und dazu möchte ich das ganz kurz sagen, Sandy, was du jetzt willst. Nee, ich hab jetzt nicht schon wieder zu irgendwas aufgerufen. Aber Sandy, was du jetzt von mir willst, ich meine, wir haben eine Million Konflikte gerade übrigens, wo wir uns dann auch immer mal wieder sehen. Ja, gern, wir können noch mehr Konflikte anzetteln. Ich bin dafür, aber da müssen einfach auch mehr Leute zur Verfügung stehen. Das Problem ist, was ich sozusagen, und ich weiß, das ist mega unbefriedigend, das Problem ist, dass wir mit diesem ganzen Thema Digitalisierung, wie materialisiert sich der Plattformkapitalismus im städtischen Raum, da haben wir momentan noch keine große Basis, mit der wir arbeiten können. Und das ist einfach auch ein Problem. Also ich als Frau im Parlament bin jetzt nicht kann nicht allein losziehen, sondern ich neige schon dazu, mit Leuten auch zusammenzuarbeiten. Und ich sage dir das ganz ehrlich, ja, die Netzwerke müssen erstmal wachsen, um da auch den Druck aufzubauen, weil so kriegt man es halt auch nicht umgesetzt. Das ist einfach ein Problem. Wirklich auch tatsächlich an Erkenntnisgewinn interessiert, aber ich sehe den Punkt nicht, weil der Bebauungsplan für dieses Gebäude, der ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter als der Vertrag mit Google, sich dort einzumieten. Also das ist, glaube ich, relativ leicht zu beantworten. Google hat eine Veranstaltung gemacht. Sie haben dazu eingeladen, und zwar auf sehr schicke Art und Weise. Es gab Flyer, die entsprechend in Briefkästen lagen, und man konnte sich anmelden mit Namen und Personalausweis. Und dann, und dann bekam man Slots zugeteilt, an denen man dort erwünscht war. Vor dem Laden, wir sind natürlich nicht hingegangen, aber vor dem Laden, wir haben uns mal angeguckt, standen die Security. Die sahen ungefähr so aus wie, naja, die Leute, vor denen man eher Angst hat und die man bekämpfen muss. Muss ich ganz realistisch sagen, das ist halt mal so. Dann an der Ecke stand dann natürlich die Polizei, die Google natürlich dazu angefordert hatte, wenn es dann ganz schlimm kommt. Wer so mit seinen Nachbarn reden will, der ist, glaube ich, nicht derjenige, mit dem ich gerne sprechen möchte. Und dass Google ganz ehrlich mit uns drüber reden will, welche Alternativstandorte es gibt, ich glaube, da brauchen die uns nicht für. Also das können die schon selber hinkriegen. Da könntest du mal ihren Freund Herrn Müller fragen. Der kann Ihnen wahrscheinlich noch ein paar Alternativstandorte in Berlin aufzeigen. Genau, und, oder Sie können es googeln, welche Alternativstandorte. Also ich will uns nicht überhöhen und sagen, ja, auch mit diesem Thema haben wir uns intensiv beschäftigt. Es ist uns bewusst, selbstverständlich, und wir haben es auch andiskutiert. Nur, man muss sich diese Sachen vorstellen. Wir sind ein kleiner Zusammenschluss kleiner Nachbarschaftsinitiativen, die versuchen, mit einem großen Konzern aufzunehmen, große Sachen zu machen. Aber das, was du implementiert sagst, nämlich, dass wir wissen, dass wir uns auf die Politiker nun gewiss nicht verlassen können und dass wir da bestimmt nicht unsere Freunde und Ansprechpartner haben, die für uns das tun, was wir selber durchsetzen müssen. Das ist uns also wirklich vollkommen klar. Und in dem Zusammenhang möchte ich nur auf eins noch hinweisen, weil
weil heute so wahnsinnig schön viele hier sind. Wir merken übrigens auch, dass das Google-Thema in Kiez, aber auch darüber hinaus in ganz Berlin wahnsinnig für viel Zuspruch sorgt und dass alle Leute sich dafür interessieren. Und wir planen am 14. Juni vor dem Umspannwerk unsere nächste Aktion. Was wir machen werden, werden wir rechtzeitig bekannt geben. Aber wenn alle von denen, die heute hier sind, zu dieser Aktion kommen werden, wird es Google wieder und noch mehr deutlich machen, dass sie einfach bei uns nicht erwünscht sind. Und das wird hoffentlich dann mehr bewirken, als sie auf Politiker zu verlassen. Darauf verlassen wir uns tatsächlich nicht. Das ist schon gut. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle die Kalender gezückt und nicht Google-Kalender. Bebauungspläne aller Art findet man, wenn sie im Bezirk erarbeitet bzw. gemacht wurden, immer in der Suchmaschine der Parlamentsdokumentation auf der Seite der Bezirksverordnetenversammlung oder des Bezirksamtes. Das wiederum ist nicht so einfach, weil die wiederum keine besonders userfreundliche Oberfläche haben. No, I think that you're completely right, that I mean, property is at the core of the struggle. I think all big data is bad data. I mean, as I said before, I think that, data is a complicated thing. And you know, you could have small data based in community struggles that I think still can be useful in understanding what's happening, but it really can't come from above. And it has to happen with consent from, you know, not just like some weird thing that you click on, yes, I consent online, but it has to, you know, be genuinely consensual. And I think that, liberating the digital commons, so to speak, it has to happen alongside, fighting against private property. And with smart cities, you know, it's, I think there's this idea that, you know, it's, people create these algorithms and then smart cities happen and are these abstract things, but there are actual people with ideologies that create these things. And as we've seen in Silicon Valley, a lot of them are white supremacists. I mean, there's Peter Thiel who's trying to like off-world to, I don't know what place in outer space to kind of live out his white utopia. But like, these are actually people creating a lot of smart city ideas and technologies. And I think we need to kind of shatter this idea of, them being kind of devoid of actual people with actual politics, many of whom are I think racist, capitalist, etc., etc. So, yeah. Also, ich teile deine Skepsis, die du da äußerst. Ich glaube auch, dass eine Strategie, die versucht, sich diese Daten einfach bloß nutzbar zu machen, dabei aber nicht die Strukturen sieht, die dahinter stehen, die wird immer verlieren. Also ich glaube auch, dass im Moment eine Opposition und ein sich wehren gegen diese Maßnahmen, gegen diese Datensammelei und so weiter, die bessere Strategie ist, als zu versuchen, es für sich zu benutzen. Diese Machtmittel haben wir im Moment überhaupt nicht. Barcelona, was ich wirklich toll finde, ist eine ganz besondere und eigene Situation durch eine Stadtregierung, die in einer Hand eben tatsächlich das durchsetzen kann. Die Situation haben wir in Berlin und noch in keiner anderen Stadt in Deutschland auch nur annähernd. Also das wäre, glaube ich, naiv zu glauben, wir könnten uns hier die BVG-Daten oder irgendwas aneignen. Quark, die werden gegen uns missbraucht, das ist doch vollkommen klar. Gebraucht und missbraucht. So geduldig zugehört habt und auch Fragen gestellt habt. Und ich hoffe, ihr tragt euch alle auf diesen Listen ein und seid dann auch am 14. Juni, war das, ne? 14. Juni dabei.